Die USA und Vietnam wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Montag bei Gesprächen mit der vietnamesischen Regierung. In verschiedenen Bereichen, wie etwa Lieferketten oder der Herstellung von Halbleitern, wolle man enger kooperieren, sagte Biden in Hanoi. Dazu gehörten auch Ausbildung und Training von Arbeitern. Biden betonte, dass Vietnam auch für die Versorgung mit wichtigen Mineralien von entscheidender Bedeutung sei. Das Land verfügt über die weltweit zweitgrößten geschätzten Vorkommen an seltenen Erden, die etwa in Elektrofahrzeugen und Windturbinen verwendet werden. Am Sonntag hatten die USA und Vietnam einen Ausbau ihrer diplomatischen Beziehungen beschlossen. Damit solle auch Vietnams globale Rolle gestärkt werden, hieß es in Washington. Biden ist derzeit mit einer großen Wirtschaftsdelegation zu Besuch in Vietnam. US-Firmen wie Boeing oder Microsoft hoffen auf neue Projekte, unter anderem im Bereich künstlicher Intelligenz. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, Vietnam Airlines wolle 50 Flugzeuge des Typs 737 MAX im Wert von etwa 7,8 Milliarden US-Dollar von Boeing kaufen.